hier. Atmen. Atmen. Wo willst du hin? Ich muss zurück. Ich muss zu Amicia und Mama. Vielleicht weiß er, wo sie sind. Ja, vielleicht hier entlang. Weg. Es ist das Wasser. Du hast mich gerettet. Dankeschön. Ich komme wieder, ja? Mit einem Freund. Wer wach ist? Gut geschlafen? Ich habe was geträumt. Wo sind wir? War es wieder dein Traum von der Insel? Ja, ich war krank und dann hat mich der große Vogel wieder gerettet. Aber was ist passiert, Amicia? Auf dem Hof? Wir haben am Fluss gespielt, weißt du noch? Du wurdest plötzlich sehr müde, deswegen habe ich dich getragen und du bist eingeschlafen. Du hast wahrscheinlich zu wenig Salz im Blut. Aber Amicia... Es war eine lange Reise, Hugo. Wir sind alle erschöpft. Aber die rote Stadt ist nah. Dort lassen wir nach dir sehen.
Wir treffen einen bedeutenden Alchemisten, ein Mitglied des Ordens. Sie kennen die Makula sehr gut, sie erforschen sie seit Jahrhunderten. Und trotzdem haben sie uns in Guyenne nicht geholfen. Wir mussten fliehen. Sie wussten nicht, dass uns die Inquisition verfolgen würde. Nun werden sie uns willkommen heißen. Hoffen wir, dass sich unser Besuch dort lohnt. Das wird er. Die Makula ist nicht nur in Hugos Blut. Sie betrifft uns alle. Und sie kann alles verändern. Wer ist das? Ich weiß nicht. Seid vorsichtig. Mal sehen. Hallo! Guten Tag. Ist alles in Ordnung? Wir suchen ein Mädchen und einen Jungen. Was haben Sie getan? Sie betraten unerlaubt ein Familiengrundstück. Nach einem Streit wurden Männer getötet. Der Junge hat wohl alles gesehen. Oh, das ist furchtbar. Ich hoffe, ihr findet die Missetäter. Das hoffe ich auch. Es waren meine Neffen. Mutter, wir müssen sofort weg. Ja. Verzeihung, es liegt noch ein weiter Weg vor uns. Hallo. Wir brauchen nicht lang. Der Junge, Sie sind es! Komm her! Ah, nein, wartet! Amicia! Du, halt den Karren auf! Lass sie mich denn wischen! Ich weiß, dass du da irgendwo bist. Zeig dich! Meine Schleuder. Wo ist sie? Ist noch im Wagen. Seht ihr sie? Weiter. Bleib unten. Nein, sie war genau hier. Sie muss noch hier sein. Augen offen halten. Lasst uns auch die Felder durchsuchen. Ja, geht nur. Vorsicht, sie ist gerissen. Sie könnte jeden Moment auftauchen. Augen auf, Eindringlinge! Der Wagen. Sie brauchen dich. Hugo braucht dich. Wir sind wohl bergab gegangen. Sei schnell und unauffällig. Vorsicht, du schaffst das. Wie töten wir diese Monster? Hacken wir ihnen die Köpfe ab! Zur Not rufen wir einen Priester! Nicht aufgeben! Ohne dich sind sie tot.
es nieder! Was zur Hölle? Mir egal! Du hast meinen Sohn ermordet! Schwur! Nein, nein, nein! Lauf! Das Haus! Thank you.
Hugo! Er atmet noch. Es ist der Schock. Es ist vorbei. Alles gut. Es ist alles gut. Wir haben es wirklich geschafft. Ob die Leute hier nett sind? Hier greift uns sicher keiner an, Hugo. Diese Stadt wird von dem Grafen der Provence beschützt. Er ist ein mächtiger Seigneur. Ich muss sagen, das ist wunderschön. Seid ihr sicher, dass der Alchemist uns erwartet? Nun ja, Magister Baudin sagte mir, er würde uns ein Haus bereitstellen. Ein ganzes Haus? Ja. Der Orden ist schon sehr alt. Sie besitzen Häuser und vieles, vieles mehr. Sie bauten das Labor deiner Mutter und sogar das Château d'Ambrage. Ja, toll, dass sie uns ein Haus geben. Sie machen es, weil du wichtig für sie bist. Würden uns Eure Majestät erlauben, Ihnen diese Stadt begleiten zu dürfen? Ich erlaube es. Ist das ein Jahrmarkt? Dreh ruhig eine Runde mit ihm. Danke. Das Haus liegt im oberen Stadtteil. Die Wetterfahne trägt einen Phönix. Verstehe. Und bitte, sei vorsichtig. Gefällt dir hier etwas? Mir gefällt hier alles. Komm, es gibt sicher noch viel mehr zu sehen. Was machen wir zuerst? Naja, was willst du denn sehen? Alles! Dann los! Schweinchen. Gebratenes Fleisch! Kommt und probiert! Oh, das riecht so gut. Hey, na komm, probier ein Stückchen. Nur zu. Oh, lecker. Schmeckt's? Ja, aber das ist kein Schweinchen, oder? Na los, schauen wir uns weiter um. Ja. Das war gut. Jetzt habe ich Hunger. Gehen wir lieber, bevor du mehr willst. Amicia, warum sind die Mauern rot? Ich habe gehört, dass die Erde hier manchmal rot ist. Sie nennen diese Farbe Ocker.
Hergehört! Graf Victor von Arl heißt alle zum Jahrmarkt von Saint-Jean willkommen. Genießt auf dem Markt Waren aus der Region und von weit her. Macht Schnäppchen auf der Fischauktion und spielt kostenlos eine Runde unseres Wurfspiels. Morgen findet der lang ersehnte Rindermarkt statt. Kommt alle zur Auktion. Graf Victor von Arl wünscht euch allen einen schönen Saint-Jean-Markt. Ah. Das sollte ich mir ansehen. Unsere Vorräte gehen zur Neige. Der Jahrmarkt ist noch größer als letztes Jahr. Das ist nur vorsorglich geschlossen. Wegen der Schweine aus der Arena, weißt du? Oh ja, ich habe gehört, alle Tiere aus der Arena seien weg. Alle todkrank. Der Gestank dort ist unerträglich. Ich brauche ein Kleid. Ein günstiges. Ganz schön viel Fisch. Wir können mit Mutter herkommen, um das Abendessen zu besorgen. Oh ja, kaufen wir ganz viel. Die Fischauktion beginnt bald. Nimmst du nicht teil? Nein, ich bin wegen der Viehausstellung morgen hier. Hast du gesehen? Was? Die Leute hier. Sie sind glücklich. Ah, ja, stimmt. Sieh nur, da oben. Das Haus mit der Wetterfahne. Das ist unser Haus. Oh. Genau über dem Markt. Ja, der Ausblick wird fantastisch. Dass er gewinnt. Schwerter, willst du keins haben? Nein, ich mag sie immer noch nicht. Aber du weißt, wie man kämpft. Schwerter töten. Direkt aus der Kälte, Pelze und Felle. Direkt aus der Kälte, Pelze und Felle. Bürsten und Kämme aus Florenz. Probiert sie aus. Mademoiselle, wie wäre es mit einer neuen Frisur? Danke, aber ich mag meine Haare so. Oh, wunderbar. Das Haar einer Frau ist ihre natürliche Krone. Schön gesagt. Dein Haar ist hübsch so. Danke vielmals, mein Herr.
und Felle. Das sind ja richtig hübsche Möbelstücke hier. So einen Schrank hatte ich auch. Ich habe mich oft drin versteckt. War ja klar. Bewundert meine Waren, die besten Hosen, weit und breit. Oh, dieser Wein. Ein Geschenk für euren Vater vielleicht? Er ist tot, aber er liebte diesen Wein. Dann war er sicher ein guter Mann. Das war er. Danke. Bewundert diese Farben. Bewundert sie aus nächster Nähe. Prächtige Rot- und Gelbtöne. Verdammt! Mehr Muskeln, weniger Geplapper. Nochmal. Los! Sicher. Fälle aus dem Osten. Hermelin, Nerz, Zobel. Na los! Jetzt aber! Dieses Mal breche ich dir den Arm! Schuhe, Sandalen, Unterwäsche! Ideal für die Sonntagsmesse! Hermelin, Nerz, Zobel. Sieh mal, Blumen. Würzkräuter, Salben. Oh, Ringelblumen, Primeln. Na, du kennst dein Herbarium gut. Nur Blumen, hat Mama mir beigebracht. Die waren in einem Buch drin. Wollt ihr also Blumen kaufen? Danke, aber wir pflücken sie lieber selbst. Das ist eher unser Ding. Ich verstehe. Viel Spaß. Ja, komm. Sehen wir uns den Rest an. Klar. Direkt aus der Kälte. Pelze und Felle. Nur die Besten. Sieh mal, die Farben. Stell dir vor, was für Kleidung man damit machen kann. Wunderschöne Kleidung, so viel ist sicher. Habt ihr Interesse? Nicht nur an einem. Die sind wunderschön. Danke. Ich stelle sie selbst her. Kannst du spielen? Nein, ich hatte nie die Zeit, es zu lernen. Aber sie ist ziemlich gut. Ich könnte spielen. Eines Tages werde ich es lernen. Auf 4 Kisten gibt es eine 5. gratis dazu. Diese Makrele ist. Komm! Spielt kostenlos! Der Graf von Aal lädt alle Gäste ein. Ein Spiel! Wie wär's, Mademoiselle? Ihr seht aus wie eine Gewinnerin. Ist sie auch. Also gut, wie geht das Spiel? Ihr habt 4 Würfe, um so viele Würfel wie möglich umzuwerfen. Verstanden? Klar doch. Bereit? Wie früher auf dem Rummel, Amicia. Kinderspiel. Los! Haha! Ja!
Das war knapp. Nicht aufgeben. Gut getroffen. Natürlich. Was dachtest du denn? Heute war noch niemand besser. Und das ganz ohne Schleuder. Wir müssen langsam los. Danke. Wiedersehen. Bewundert sie aus nächster Nähe. Prächtige Rot- und Gelbtöne. Eltern müssen Drachen sein. Ein Drachenmann. Genau. Was? Lukas könnte bestimmt auch Feuer spucken. Bestimmt. Er ist ja auch halbtürkisch. Sind riesig. Sehen wir sie uns an. Pelze und Felle. Sind das Segen für Riesen? Riesen? Nein, du bist nur etwas klein. Bin ich nicht. Oh je. Hör auf zu lachen. Entschuldige, du hast recht. Das sind Riesensegen. Ha! Seht ihr? Gut. Klein. Aber ziemlich frech. Dort scheint der Jahrmarkt nicht weiterzugehen. Spinat aus der Umgebung. Igitt, wie kann man das bloß essen? Magst du nicht, wie Mutter ihn zubereitet? Meine Zähne fühlen sich danach komisch an. Stimmt. Wie schön. Ich will reinspringen. Vielleicht später. Baby!
Findet der Viehmarkt doch statt? Wir sollten bereits dort sein. So viele Leute. Einige Tiere dort seien krank. Leben die alle hier? Dann warten die Händler kommen von nah und fern. Die sind so groß. Genau wie die zu Hause. Wie haben sie es geschafft, dass so viele Leute kommen? Zu unserem Haus. Es sollte gleich da oben sein. Oh, wollen wir uns mein Zimmer teilen? Willst du nicht dein eigenes? Ich weiß nicht. Dann könnten wir uns gegenseitig in unsere Zimmer einladen. Ja, ich mag es hier. Ich auch.